boy. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Nürnbergs U-Bahn ist außergewöhnlich für eine Stadt dieser Größe. Neben Nürnberg gibt es nur in den drei größten Städten Berlin, Hamburg und München eine echte U-Bahn. Andere Großstädte in Deutschland, wie etwa die viertgrößte Stadt Köln, die fünftgrößte Stadt Frankfurt oder auch Städte wie Duisburg, Hannover und Stuttgart, um nur ein paar zu nennen, haben zwar im allgemeinen Sprachgebrauch ebenfalls eine U-Bahn, jedoch keine U-Bahn im betrieblichen Sinne. Da es sich bei den U-Bahnen vielmehr um Unterpflasterstraßenbahnen handelt, also um Straßenbahnen, welche teilweise unterirdisch verkehren, an der Oberfläche jedoch wie eine Straßenbahn im Straßenverkehr mitschwimmen. Anders als in Nürnberg, wo die U-Bahn auf den oberirdischen Abschnitten entweder auf hochgelegten Gleisen als Hochbahn oder höhengleich, allerdings komplett abgezäunt und unabhängig vom Straßenverkehr fährt. Anders als bei Stadtbahnen in anderen Großstädten erfolgt die Stromversorgung der Nürnberger U-Bahn, wie bei einer U-Bahn üblich, mittels einer dritten Schiene, einer Stromschiene. Straßenbahnen gibt es in Nürnberg zusätzlich, da die U-Bahn nicht imstande ist, Feinerschließung im gesamten Stadtgebiet zu gewähren. Und so ist Nürnberg eine der kleinsten Städte überhaupt, welche sowohl Straßenbahnen als auch U-Bahnen haben. Ein System, mit welchem man heute gut fährt. Zumindest dort, wo die U-Bahn hinführt, aber eben nicht weiter. Am deutlichsten ist diese Diskrepanz am Nordostbahnhof zu erkennen, wo einerseits die vollautomatischen Züge zu Spitzenzeiten im 3-Minuten-Takt und andererseits die Dieseltriebwagen der Deutschen Bahn im Stundentakt verkehren. Doch so selbstverständlich und fast schon aus der Zeit gefallen, der stündliche Dieseltriebwagen nach Gräfenberg auf uns wirken mag, so selbstverständlich war er lange Zeit nicht. Nachdem die Bibertbahn im Jahr 1986 stillgelegt wurde, glaubte man auch die Gräfenbergbahn in ihren letzten Zügen, von welchen damals nur 5 täglich verkehrten. Und so plante man seitens der VG die Schienentrasse der Gräfenbergbahn für die U2 Nord ein. Die oberirdische Führung der U2 Nord über die Gräfenbergbahn wäre eine vergleichsweise kostgünstige Lösung gewesen, den Flughafen zu erschließen. Es ist unklar, was mit dem Gleis selbst passiert wäre. Am naheliegendsten ist jedoch die Annahme, dass man ein zweites Gleis daneben gebaut und beide Gleise mit einer Stromschiene ausgestattet hätte. Zwischenhalte hätten sich an der äußeren Bayreuther Straße und am Bahnübergang an der Ziegelsteiner Hauptstraße befunden. Etwas südlich des Hirschsprunggrabens hätte die U2 die ehemalige Trasse der Gräfenbergbahn verlassen und wäre von dort zum Flughafen gefahren. Doch einerseits wollte die Gräfenbergbahn nicht so schnell in Anführungszeichen sterben und andererseits erkannte man, dass die Gräfenbergtrasse Wohngebiete verfehlen würde. Und so wurde die Trasse der U2 unterirdisch umgeplant auf dem Verlauf, welchen man noch heute erfahren kann, inklusive des Zwischenhaltes in Herrnhütte. Und eben Ziegelstein selbst, dessen Bauarbeiten in einer Zeit begannen, als das Damoklesschwert Stilllegung weiter über der Gräfenbergbahn schwebte, weshalb die VAG die Gräfenbergbahn ein zweites Mal in den Fokus nahm. Die Vorbereitungen für das Vorhaben Überlandmetro lassen sich noch heute kurz hinter dem U-Bahnhof Ziegelstein erkennen, wo eine heute als Abstellanlage genutzte Rampe davon zeugt, dass hier einst in den Obergrund weitergebaut werden sollte. Etwa an derselben Stelle am Hirschsprunggraben, wo die U2 in ihrer ursprünglichen Planung zum Flughafen abdrehen sollte, würde die sogenannte Überlandmetro an die Oberfläche kommen und etwa beim Reiterhof Tinkerfreunde auf die Gräfenbergbahn-Trasse verzweigen. Da die Ausstattung einer ländlichen Nebenbahn mit einer Stromschiene wegen des zu gewährleistenden Berührungsschutzes unmöglich geworden wäre, sah man vor, die Fahrzeuge, damals noch vom Typ DT1 und DT2, nachträglich mit Stromabnehmern auszustatten und die Trasse mit einer klassischen Oberleitung zu elektrifizieren. Doch am Ende scheiterte das Vorhaben Überlandmetro nicht etwa an der Stromversorgung der Bahnen, sondern vielmehr an der U2 selbst.
denn eben die U2 mit ihrer Station am Nordostbahnhof gab der Gräfenbergbahn den Aufschwung, den sie so dringend benötigte. Kam man zuvor vom Nordostbahnhof nur mit einer langsamen Straßenbahn in die Innenstadt, so gab es nun die attraktive, in einem dichten Takt verkehrende U-Bahn. Und so waren sämtliche Stilllegungsgedanken der Gräfenbergbahn vom Tisch. Und damit auch das Projekt Überland Metro, weshalb man sich seit der VG nun auf den Ausbau der U2 zum Flughafen konzentrierte. Und auch wenn aus der Überland Metrostation am alten Bahnhof Ziegelstein nichts geworden ist, so bleibt der schöne Tinkerhof, mit welchem ich schöne Erinnerungen verbinde, einer der wenigen Reiterhöfe, welcher mit der U-Bahn zu erreichen ist. Warum stehen die alle zusammen?